Ja, grüß Göttchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Strain Reviews. Sagen wir lieber Sortenberichte, kriegt besser raus. Heute mal mit den brandheißen Blüten namens Tire Fire, die ich hier vor mir habe. Ja, meine Bezeichnung lautet immer, es schnuppert giftig, was aber ja so gemeint ist, dass es wahrscheinlich gut ballert, sediert oder ja, zum Chillen anregt, wie man so sagt. Also was einen in die Couch drückt. Dann kommen wir diesem kuschigen Strain aus Kalifornien mal ein bisschen näher. Ja, es handelt sich bei der Sorte um unbestrahlte Blüten. Das freut mich immer, wenn Blüten unbestrahlt angeboten werden. So auch diese. Sieht auch sehr schön aus. Ja, Tire Fire ist ein Indica-Strain, ja, und enthält bis zu 24% THC. Also auch etwas für unsere erfahrenen Cannabiskonsumenten. Ja, der Geruch. Am Anfang, als ich das zuerst mal gerochen habe, habe ich an etwas so säuerliche Note gedacht. Es wandelt sich aber dann in so einen kuschigen Geruch. Also ein Strain, der seinen Geruch so ein bisschen verändert. Das Aussehen, also die Konsistenz ist wirklich fest, dicht und kompakt. Leider fallen auch bei dieser Charge die Blüten etwas klein aus. Ja, wobei die Größe ja nicht unbedingt die Qualität widerspiegelt. Ja, bei der Blütenstruktur kann man aber schön sehen, wie sich die braunen Stempel bzw. die Trichomfäden farblich von dunklen Grünton abheben. Die Blüten sind übrigens sehr gut getrimmt, wenig Stiele und geht nach dem Grinden auch sehr gut auf. Und jetzt kommen wir zum Drücktest. Nehmen wir das mal, sind wir ganz leise. Ja, es ist wirklich so kompakt, dass man auch nicht viel, ja, man hört schon ein bisschen knistern, aber man kriegt es kaum zerdrückt. Es ist wirklich hart wie Stein, will ich jetzt fast sagen. Aber ihr seht, es ist wirklich auch sehr harzhaltig und deshalb natürlich schwer zu zerdrücken. Ja, kann sich sehen lassen, absolut. Die Blüten haben übrigens ein THC-Gehalt von ca. 24%. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf diese Sorte. Ja, genau. In den Apotheken ist es als Canna Medical Indica Forte MA Tire Fire erhältlich. Ja, diesmal haben wir in unserer Apotheke über 15 Euro bezahlt, was schon zu den höherpreisigen Strains gehört, was für die Leute mit Kostenübernahme aber ziemlich egal sein dürfte. Ja, Tire Fire besteht aus dem Strain High Octane OG, welcher aus dem San Fernando Valley unweit von Los Angeles kommt. Gekreuzt wurde diese dann mit dem Strain Dosidos, welche ihr hoffentlich kennt, in welchem auch jede Menge Kusch-Genetik steckt. Die Ursprünge stammen zwar aus Amerika von der Archiv-Seedbank, angebaut werden diese Blüten aber in Kanada. Ja, Näheres zum Unternehmen ist uns hier leider nicht bekannt. Welche Wirkung hat Tire Fire überhaupt? Ja, ich würde behaupten, es macht leicht schläfrig, obwohl ich auch anfangs so eher das Gefühl hatte von Euphorie, so, als wenn man so gleich kichern muss, so ein Kribbeln im Bauch. Bei mir gab es also eher so eine Hungerattacke, fand ich auch sehr interessant. Als medizinischer Cannabispatient empfinde ich diese Sorte als echt nützlich. Also gerade bei der Behandlung chronischer Erkrankungen, wie zum Beispiel chronischer Schmerzen, aber auch für Depressionen oder Stimmungsschwankungen sehr geeignet. Ich würde sie sogar bei Stress oder Appetitverlust empfehlen. Ja, die Terpene von Tire Fire sind schwer festzulegen. Es dominieren eher so die Limon, Beta-Carophyllen und Linanol. Also das zitronige Limon nimmt man am besten wahr. Wenn man die Knospe so aufbricht und zerkleinert, dann kommen erst so die anderen Terpene zum Vorschein, wie ich finde. Wenn eine Tire Fire aber raucht, dann entfaltet sich dieser alte Diesel-Flavor, wie ich immer so sage. Also mit dem Erinnerungen an Motorsport hochkommen. Tire Fire wurde wohl ja deshalb auch so genannt. So, und jetzt schauen wir uns noch die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils an. Ja, wir haben Mykrene von 27,6% Linanol,
von 11,7%, Limonene von 17,1%, Carophyllene von 21,7%, Farnesen haben wir auch noch mit 10,7% und sonstige mit 11,2%. Und wir kommen jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Tirefire ist ein Indica-Strain aus dem Hause Archiv Seedbank mit einem THC-Gehalt von 24% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Der Geschmack ist eher nussig, diesel, erdig, kräuterig, würzig. Also er ist sehr vielfältig vom Geschmack her. Man kann, also ich würde es eher als diesel, erdig, würde bei mir jetzt mehr zum Vorschein kommen, mit einem Preis von über 15 Euro. So, das war's mit Tirefire fast schon. Jetzt kommen wir noch zum Resümee. Ja, während der Inhalation im Vaporizer machen sich die würzigen und erdigen Tendenzen am meisten bemerkbar. Das empfehle ich euch. Aber es ist auch dauernd ein Hauch von Blume mit dabei. Werdet ihr vielleicht selber erfahren haben. Beim Rauchen ist es dann eher doch stark und würzig, also was für Kuschliebhaber auf jeden Fall. Der Preis ist zwar höher, aber wer die Sorte nicht kennt, der sollte sie auf jeden Fall testen. Ja, es kann auch möglich sein, dass es in anderen Apos natürlich günstiger gibt. Das muss ich natürlich auch immer erwähnen. Wir kaufen das ja nur in einer Apo und ja, für mich eine sehr interessante Sorte, da ich die Sorten ja oft wechseln muss. Es ist eine gute Abwechslung, gerade für den Abend zu empfehlen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gesunde und schöne Zeit, schönen Abend, schönen Tag. Welche Eindrücke hattet ihr übrigens bei der Sorte? Wenn wir das in den Kommentaren lesen, wäre das schön. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.